Und wir melden uns wieder zurück mit Let's Play Pokémon Kristall. Im letzten Part haben wir die Arenaleiterin Bianca in ihrer Arena sowas von eliminiert. Die hat absolut keine Chance, sie hat es auch selbst eingesehen, dass sie eine Chance hat. Wir werden jetzt heute den Nationalpark nochmal genau unter die Lupe nehmen. Wir waren ja mal einmal dort wegen dem Käferturnier. Jetzt sind da aber auch ein paar Trainer aufgetaucht und es gibt auch noch das ein oder andere Item zu holen. Und außerdem ist mir noch unsere Mitglieder auch noch ein bisschen hoch trainieren. Zum Beispiel Priscilla und Mirapla. Und für diejenigen, die den letzten Part noch gesehen haben, die haben jetzt auch gesehen, dass jetzt auch unser kleines Superbad, nachdem es zu Goldbad wurde, jetzt auch zu einem hübschen kleinen X-Bad wurde. Und ansonsten eigentlich alles normal. Also zu Goldbad und dann zu X-Bad. Auf jeden Fall im Besitz eines X-Bades. Und ich könnte jetzt eigentlich Brandas Passwort nochmal machen, aber ich glaube, ich mache das dann nach dem Part. Es wird wahrscheinlich heute nur ein Part aufgenommen. So, und von dieser hübschen jungen Dame, hier kriegt man auch noch ein Item. Pass bitte auf! Oh, ich muss aufhören, immer wie ein Lehrer zu denken. Du wirst ein Pokémon-Trainer sein. Und das war dabei, das möchte ich dir diese bereichen. Ich bekomme von ihr eine Flinkklaue geschenkt. Gib die Flinkklaue einem Pokémon, macht man dadurch die Initiative. Ja, und zwar funktioniert das so, dass ab und zu mal einfach die Flinkklaue aktiviert. Egal was der Gegner für einen Move macht, die kommt dann immer zuerst dran. Aber ich glaube, die Prior-Moves sind immer noch ein bisschen prioritätiger als Flinkklaue. Das heißt, es wäre zum Beispiel jetzt etwas für Mirapla. Das ist ja eigentlich nicht gerade der schnellste. Was trägst du eigentlich? Ach ja, stimmt. Direkt hat die Wunde satt und ich gebe es jetzt mal ihm. Mal für den Anfang. Ich muss doch wieder einiges lagern demnächst. Nicht, dass mit dem Beutel jetzt dann voll wird. Bis jetzt geht's ja noch gerade so. Aber kommen wir zu den Trainern, die hier sind. Und auch einige Items werden hier zu finden sein. Trainer sind allesamt hier in diesem hohen Rasen. Und ich weiß zwar nicht, was sie genau einsetzen, aber es hoffentlich setzen sie welches ein, was für Cosella nicht schlecht ist. Na gut, Snowball ist jetzt auch nicht gerade so wundervoll schön. Na gut, das muss ich eher schon wieder mit Auswechsel machen. Aber da soll ich doch lieber die Experten rein. Wir wissen ja, dass Cosilla an der physischen Verteidigung wirklich noch relativ schwach ist. Und wenn der schon Biss beherrscht, das wäre auf jeden Fall fast schon das Todesurteil gewesen. Wobei ich mich frage, gibt es also so ein Nationalpark überhaupt noch so weit verbreitet? Oder solche Naturschutzgebiete? Wo Park gibt es auf jeden Fall noch einige. Mit schönen grünen Wiesen und schönen Wäldern. Ich kenne zwar persönlich gerade keine in meiner Nähe. Liegt vielleicht doch daran, dass ich kaum noch auswärts bin. Aber solche Naturschutzgebiete gibt es auf jeden Fall immer noch. Weil das da absolut ja gar nichts machen, also was die Natur zerstören könnte. Ich will es jetzt nicht abstreiten, weil es wird doch schon langsam mal schon so sein, dass es fast schon alles zugebaut wird. Oder dass viel abgeholzt wird und das war gerade mein Controller, der gerade sich verabschiedet hat. Oder so Naturgegenden, die hat man fast schon nicht mehr. Ich will nicht wissen, wie es dann in der Zukunft aussieht. Und dann solche Gebiete so gut wie gar nicht mehr existieren, wenn da immer wieder alles zugebaut wird.
weiß gerade wirklich nicht, was ich noch labern soll. Ich bin heute gerade ein bisschen neben der Spur. Also für diejenigen, die den Livestream ja nicht gesehen haben, die wissen jetzt auch, dass jetzt dann demnächst auch mal Kingdom Hearts 3 dann auch bei uns erscheinen würde. Aber leider sei es im nächsten Jahr und meines. Und sorry, ich habe gerade wirklich den Faden verloren. Wenn ich heute in diesem Part nur Unsinn labere, dann liegt es daran, dass ich einfach gerade kein Thema mehr habe, was ich noch besprechen könnte. Also nur das gerade aktuell auf jeden Fall Resident Evil, die ich jetzt dann auch aufnehmen machen könnte, weil ich Banjo-Kazooie durch bin. Und ich will ja demnächst irgendwann auch noch Majora's Mask bringen, nur muss ich da schauen, dass ich irgendwie den richtigen Emulator finde. Weil das Problem ist mit der 1.6, die hat Grafikbugs, wenn die 2.0 dort ein Item nicht funktioniert. Ach, und hier kann man durch den Zaun durch. Einmal um diese zu holen. Ein Paraheiler. Und dann weiter unten gibt es noch ein weiteres Item, was wir uns holen können. Also wie ich weiß, müsste es eine TM sein. Es ist nur die Frage, ob wir es jemandem beibringen können oder nicht. Ja, praktisch wäre es. Es hat noch gut versteckt. Dort hier unten. Diese eine Sackgasse, nämlich die TM28. Und TM28 ist ja bekanntermaßen ab Gen 6 ja Blutsaug. Aber hier hat es immer noch eben Schaufler. Ja, auf jeden Fall eine gute Attacke. Es hat nur die Frage, kann das jemand von mir lernen? Beispiel, ich könnte Igelava beibringen. Also Macholo, das wird sowieso nichts bringen. Wobei. Moment. Jetzt die Frage. Mit Onja früher oder später dann mal ein Evoli. Wenn es erlernen könnte, würde ich es sogar lieber am Evoli beibringen. Bei meinem Igelava habe ich ja jetzt vor kurzem auch Walzer beigebracht, was auch noch recht gut ist. Aber wenn ich dann mit ihm auch noch einigeln könnte. Ja, dann wäre es dann auf jeden Fall ein richtiger Igel, der einfach alles plattwalzt, was er in den Weg kommt. Und da ist noch ein versteckter Hyperheiler. Ach, also Pokémon ist jetzt auch wieder etwas Neues angekündigt worden. Das an eine Art von Pokémon Go Abklatsch für die Switch. Ich glaube, es heißt Pokémon Let's Go Evoli Edition und dann einmal die Pikachu Edition. Das ist einfach die erste Gen neu auferlegt hat mit Pokémon Go Features. So, dass man einfach die Bälle dann richtig schmeißen muss. Ich bin gerade nicht so ein absoluter Fan davon. Ich hatte selbst mal erstmal kein Smartphone und zweitens bin ich ein bisschen skeptisch, ob das halt ja schon nicht das Richtige ist. Es gibt ja einige, die haben sich ja die erste Gen nochmal gewünscht, halt so im richtigen Style und nicht so in einer Pokémon Go Version. Gut, ich weiß jetzt nicht komplett schlecht reden, aber es ist nicht gerade so mein Revier. Und momentan gibt es auch keine Informationen über eine siebte Gen. Aber wir können auf jeden Fall sicher sein, es wird eine geben. Die Frage ist nur, wann? Ja, dieses Jahr vielleicht nicht, aber wahrscheinlich nächstes Jahr. Okay, das reicht schon mal auf jeden Fall sehr wenig KP haben, dass das schon so viel auffüllt. Wäre es auch nicht gerade so ein Schlauer.
Mag zwar sein, dass Raichu stärker ist, aber halt mit solchen Evolutionssteinen lernst dann halt zu seltenen Attacken. Wobei ich mir jetzt auch überlege, was ich dann erstmal Mal als Livestream-Projekt bringen könnte, wenn beim Golden Sun 2 die vergessene Epoche durch ist. Wird auch immer wie schwieriger. Irgendein Projekt zu finden, was ich mal machen könnte. Da, wenn es halt auf hart auf hart kommt, ich hätte wirklich nichts mehr. Dass ich dann halt auch wieder vermehrt dann auch wieder pausiere, bis ich so wieder ein Projekt habe, was ich zeigen kann. Es gibt auch einige Projekte, die würde ich ja gerne bringen, aber das Problem ist, dass die Motivation nicht lange anhält. Zum Beispiel auch, ich könnte mal irgendein Elder Scrolls spielen, sagen, zum Beispiel Skyrim oder. Gut, weil er Skyrim, weil Oblivion ist auch nicht gerade so besser. Nur bei so einem Langzeitspiel, da fehlt mir halt mal lang Motivation. Bei Fallout 3 war es ja noch, da ging es ja noch so. Aber Skyrim ist wahrscheinlich fast schon doppelt so lang wie Fallout 3. Also heute bin ich wirklich unkreativ. Ich glaube, ich hätte das lieber sein lassen sollen. Und da hat mir hier schon alle Trainer erledigt? Wow! Ging auf jeden Fall schnell. Na, ja, da machen wir uns einfach langsam auf den Weg zur nächsten Stadt. Und wenn ich dann dort bin, dann müsste ich schon bald in der Lage sein, unser anderes Teammitglied abzuholen. Nämlich das nächste. Wovon ich dann gerade vorhin gesprochen habe, nämlich Evoli. Wir müssen aber bis dahin, bis nach Teak City spielen, bis man es kriegen kann. Und ich glaube, das ist derjenige mit dem ganzen Abra. Ja, wusste ich's doch. Und die ganze Abra-Evolutionsreihe kennt man sowieso, also die sind so physisch wirklich stark. Wobei ich es gerne auch ins Team aufgenommen hätte, aber ich hätte keine Möglichkeit gehabt, eben ein Simsala zu holen, ohne dass ich dann eine spezielle Emulator-Version hätte benutzen müssen, den man dann tauschen kann. Simsala ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und wenn man dann noch die physischen Verteidigungsschwächen noch durch Reflektor noch ausgleicht, dann ist es auf jeden Fall ein nützliches Teammitglied. Also man könnte es irgendwie schaffen, die ROM so zu bearbeiten, dass sie per Level-Ups entwickeln. Weil schön wäre es, wenn dies ginge. Nur, dass die ganze Zeit mit Blitz zuspammt, ist nicht gerade so ideal. Weil irgendwann sind wir sowas von zugespammt durch Blitz, dass man so gut wie gar nicht betreffen. Ja gut, Kadabra ist auf jeden Fall schon mal ein anderes Kaliber. Ich war auch nicht gerade schlau, X-Bots reinzuschicken, aber mit dem habe ich halt noch Biss. Und ich müsste eigentlich schneller sein als das Kadabra. Und ich glaube, eine richtige Psycho-Attacke hat sowieso erst ab Level 16. Wobei, was man aber auch noch geben könnte am Anfang, wenn er sich noch nicht wehren kann, zum Beispiel Kraftreserve, das kann es auf jeden Fall erlernen. Ach ja, und der Trainer hier, das müsste auf jeden Fall ein Trainer sein, der den Rückkampf füllt, aber ich weiß nicht mal, was er genau hat. Aber ich weiß nur eins, dass wir von ihm auf jeden Fall Feuersteine kriegen können, wenn er mal welche hat. Von diesem Schuljungen Holger, der ein Tangela benutzt. Was hat man schon, wie stark der Nevoli ist, ob ich es dann irgendwie trainieren muss? Ich weiß nur, dass ich es auf 5 bis Level 30 noch als Evoli lasse und ab dann es auf Nachtara hinarbeite. So, jetzt braucht man nur noch seine Nummer und dann sind wir auch schon hier durch. Mist, ich renne auch 5 Stunden am Tag.
Es gibt vieles, das du nicht aus Büchern lernen kannst. Hin und wieder ein Buch zu lesen kann helfen. Wenn ich während des Laufens lese, schaue ich nach unten. Darum sehe ich Items abboten. Das letzte Hemd, das ich finde, gehört dir. Ist mir deine Telefonnummer? Natürlich. Denn von Holger kriegt man eben die Feuersteine. Nicht, dass ich welche brauchte, aber man kann ja nie wissen. Und ich glaube, das ist das Mädchen vom Blumenladen. Ich bin Flora vom Blumenladen. Stell dir vor, als ich den wackeligen Baum mit Wasser benetzte, ist er hochgeschreckt. Es muss einfach ein Pokémon sein. Ich wette, es gibt seine Verkleidung auf, wenn man das gießt. Genau, ich sage es meiner Schwester und leihe mir ihre Gießkanne. Ja, und jetzt dürfen wir wieder den ganzen Weg zurücklaufen, um die Gießkanne zu holen. Da finde ich sie in Gold und Silber besser gelöst, da kriegt man sie von Anfang an. Und ich habe gerade auch kein Pokémon mit Zerschneider. Da habe ich ignoriert dann die Trainer auf der nächsten Route, nur damit ich dann an Evoli rankäme. Ich weiß zwar nicht mehr, auf welchem Level, aber ich gerade mal das auf 15 oder vielleicht, wenn ich Glück habe, sogar auf Level 20. Ansonsten. Ich hoffe, ich habe dann wenigstens schon einen Sommerurlaub. Und ich hoffe, dass meine auch so schön werden. Ach, und ich laufe wieder zu weit, jetzt bin ich ganz gelenkt. Heute würde gerne mehr kommentieren, aber heute bin ich wirklich nicht gerade so gut drauf. Laune ist es ja nicht, es hat nur das Problem, dass ich gerade nichts zu labern habe. Eine Verschätzung von einem wackeligen Baum erzählte, sagt sie mir, dass er gefährlich sei. Ich frage mich, ob sie mir ihre Gießkanne leiht, wenn ich Bianca besiege. Ja, und jetzt gib mir die Gießkanne, ich hab sie besiegt. Oh, du bist besser als Bianca? Dann bist du in Ordnung, hier, die schicke Kanne. Ja, ohne die kommen wir halt nicht weiter. Ach ja, stimmt, und ich weiß, was ich auch noch vergessen habe. Von dem im Wachhäuschen können wir auch noch einen Brief zustellen. Entschuldige bitte, könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du dieses Pokémon, das einen Brief trägt, zu meinem Freund bringen? Du findest ihn auf Route 31. Aber sicher doch. Was würdest du tun? Super, vielen Dank. Mein Freund ist ein Flegel. Er schläft die ganze Zeit. Du wirst ihn sofort erkennen. Das hat dein Pokémon, das einen Brief trägt, erhalten. Du darfst ihn essen, aber verliere ihn nicht. Route 31. Stimmt, ein merkwürdiger Baum hat die Straße blockiert. Ich frage mich, ob die Straße jetzt frei ist. Noch nicht, aber gleich. Und dieses Habitat mit dem Brief dürft mir jetzt eben dann abgeben. Ich lese ihn jetzt mal. Dunkelhöhle ist ein Pfad von Harald. Na gut, das wissen wir schon. Wird mir dann gleich abgeben. Und ich glaube, mit Evoli wird es wahrscheinlich heute doch nicht. Ja gut, ich muss ja einmal noch zu Professor Lind gehen, aber das gehe ich dann off-cam hin. Und was er dann labert, das zeichne ich natürlich wieder auf. Weil ich möchte gerne das nächste Teammitglied schon haben. Aber erstmal muss der Baum weg und dann muss ich noch bis nach Tick City durchkämpfen. Außer ich schaffe es, die Trainer zu ignorieren. Wäre auf jeden Fall von Vorteil. Und ein Baum, dem es sich handelt, ist auf jeden Fall ein Mogelbaum. Und wenn ihr es fangen wollt, dann tut es. Weil ihr habt nur diese eine Chance. Ich weiß nicht, ob er nochmal zurückkommt, aber ich glaube nicht. Der merkwürdige Baum mag die schicke Kanne nicht. Der merkwürdige Baum greift an. Und wenn man denkt, es sei von Typ Pflanze. Nee, es ist auf jeden Fall von Typ Gestein. Wobei ich weiß, es hat auf jeden Fall Fußkick. Da muss ich auf jeden Fall darauf setzen, dass ein Mirapla schaffen kann. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er Fußkick beherrscht. Wusste ich's doch. Ja, aber gleich einen Volltreffer einhauen brauchst du auch nicht. Also wir könnten es fangen.
Aber wir können es auch besiegen, kriegen dann die XP. Sehen mal, wie sich entwickelt. Die XP werden zwar auch nicht schlecht, aber... Wenn wir es fangen, kriegen wir halt keine XP, das gab es erst ab Gen 6. Ich bezweifle, dass wir ab noch lange noch durch jetzt, solange die ganze Zeit mit Fußkrieg reinschlägt. Weil er macht uns damit 9 Schaden und wir heilen gerade mal davon wieder 6 KP. Und Mimikri kann es auch? Stimmt, jetzt hat er mir gerade Absorber geklaut. Sollte er diesen Absorber überleben, versuche ich es zu fangen, ansonsten werde ich es besiegen. Aber dass er jetzt genau das einsetzt, ist jetzt wirklich dumm von ihm. Wollen wir mal schauen. Na gut. Die Bälle möchte ich eher lieber aufsparen. Dann versuchen wir es mal. Und sollte es zu lange dauern, werde ich es sein lassen. Es hat doch nicht gerade eine sehr hohe Fangquote. Und ich hasse genau, wenn es das wieder macht. Dreimal wackeln und dann ausbrechen, das heißt dann wieder Trollolol. Ist halt schwer zu fangen. Obwohl Dreschwegel. Nein, das tut saumäßig weh! Nee. Weißt du was? Ich halte dich jetzt platt, ist mir jetzt egal. Ich hau's jetzt K.O. Weil. Das ist nämlich auch noch das Gefährliche an ihm, wenn der Dreschweg einsetzt, der hat nur noch so wenig KP. Und natürlich kommt wieder ein bennischer Volltreffer. Wisst ihr mich fe... Kacke im Spiel? Ja, jetzt ist er weg. Und von ihm kriege ich auch noch etwas Nützliches, denn wenn der Baum weg ist. Hast du diesen seltsamen Baum weggeschafft? Ich bin beeindruckt, ich möchte dies geben. Und von ihm kriegt man die TM08. Dies ist Zertrümmel. Damit kannst du Felsen mit einem einzigen gut gezielten Schlag zertrümmern. Sind irgendwelche Steine im Weg, dann zertrümmere sie einfach. Ja, und das gebe ich dann an meinen VM-Sklaven. Weil das technisch gesehen keine VM, aber es ist auch eine dieser Feldattacken. Und ich habe es gerade durch meinen Fangversuch an Mirabla gerade hingegeben. Na gut, das hat wenigstens keine Entwicklung, was auf Zuneigung spielt. Aber die nächste Entwicklung kriegt es halt leider erst ab Level 21. Und dann mit einem Blattstein, aber da werde ich erst warten, bis ich 44 bin mit ihm. Weil sobald sich es dann zu Gifflor entwickelt hat, dann lernt es dann so gut wie keine Attacken mehr. Das hat sonst schon wenig Attacken. Und um den ominösen Typ, das ist nämlich der hier. Oh, was? Was ein Pfiffermesch? Ja, da, bitteschön. Also begibt das Pokémon, das den Brief trägt. Mal sehen. Die Dunkelhöhle führt zu einem anderen Weg? Gut zu wissen. Danke, dass du mir den Brief gebracht hast. Mein Freund ist ein netter Mensch, genau wie du. Ich möchte mich bei dir dafür revanchieren. Ich hab's. Ich möchte das hier geben. Von ihm kriegt man jetzt die TM50. TM50 enthält Nachtmahr. Dies ist eine gemeine Attacke, die einem schlafenden Gegner kontinuierlich KP abzieht. Das ist fies. Ich möchte nicht schlecht träumen. Und gut, dann ruft wieder an. Was ist? Ja, ehrlich, also jetzt wird's mir langsam zu bunt. Bevor ich den Part starten konnte, wollte sie schon ein Rematch. Jetzt will sie nochmal ein Rematch. Oh meine Gott. Meine Güte, mach mir alle Leute kaputt. Naja. Und die Zeit, die rennt mir auch schon davon. Und ich glaube, das mit Evoli wird wohl in diesem Part wohl doch nicht. Na gut, dann habe ich wieder mal einen Trainer, den ich meinen Cousilla hoch trainieren könnte. Die hat ja nur Pflanzen. So, dann haben wir jetzt erstmal unser...
Ormsklaven wieder ab. Der ist ja mittlerweile jetzt auch entwickelt. Und bringen ihm mal Zertrümmer bei. Ja, und den könnte man gerade auch im diesem Einheitstunnel gebrauchen. Um einen kleinen weiteren Pfad zu öffnen. Ja, auch wieder ein paar Trainer beinhaltet. Na gut, das Rematch kann ja auch warten. Was, das kann das nicht lernen? Ach du meine Güte. Na gut, dann muss halt du ran. Trümmerer. Das ist jetzt typisch. Oh, dafür geht der Flick weg. Man muss halt dieses Machol jetzt auch als einen VM-Sklaven reinhalten, sobald wir dann eben zu Trümmer benötigen. Das kann auf jeden Fall witzig werden. Und dann brauche ich nochmal einen Togepi. Naja, das kann ich dann in der vorherigen Stadt kann ich dann kurz nämlich Togepi noch reinnehmen. Dann wollen wir mal den Geheimpfad noch mal auskundschaften. Ich hoffe, ich habe irgendwie Schutz mit. Ach ne, da brauche ich auch. Brauche doch auch noch Blitz. Also, ich versuche es irgendwie Blindings durchzulaufen, aber das wird nicht klappen. Ich habe heute das Gefühl, das Spiel hat mich heute sehr lieb. Okay, dann macht mir eine Planänderung. Ich gehe zurück nach Neuporkia und zeig mal das Piep. Jetzt bringe ich schon die Namen durcheinander. Dann zeige ich ihm das Togepi. Wir werden mit den anderen Pfad bei der Dunkelhöhle ein anderes Mal machen. Also heute geht wirklich alles schief. Erstmal, dass nämlich die Gudrun nämlich zwei Rückkämpfe hintereinander haben möchte. Da darf ich auch noch hinlaufen. Dann wollte ich eigentlich das Evoli abholen, wurde jetzt auch nichts damit. Also heute geht wirklich alles komplett in die Hose. Also mal kurz mein Machol ablegen und es dann gleich wiederholen, sobald ich es gezeigt habe. Würde ich auf jeden Fall. Da werde ich wahrscheinlich Gudrun nochmal auf Cam kämpfen. Oder ich lasse es einfach sein. Könnte ich genauso gut auch. Bringen wir auf jeden Fall jetzt noch das Togepi an Professor Lind vorbei. Ach, und eine Belohnung kriegt man auch noch für diesen Wärter. Es ist gerade einfach viel zu viel los. Gefühl. Viel zu viel los. Da ist auch noch der Pfad bei der Dunkelhöhle. Der Geheime. Muss ich alles für den nächsten Part merken. Aber jetzt erstmal gehen wir mal vorbei. Krass, du bist großartig aus. Wie? Dieses Pokémon? Es ist aus dem Ei geschlüpft? Also schlüpfen alle Pokémon aus Eiern? Nein, vermutlich trifft das nicht auf alle Pokémon zu. Es war davon noch jede Menge Forschungsarbeit auf uns. Danke, Chaos, du hilfst uns beim Aufklären vieler Pokémon-Mysterien. Bitte nimm dies als Zeichen unserer Wertschätzung. Denn von ihm kriegt man nochmal einen Ewigstein. Damit zwei Ewigsteine und die können wir beide weglegen. Das ist ein Ewigstein. Einige Pokémon entwickeln sich weiter, wenn sie einen bestimmten Level erreichen. Ein Pokémon, das den Ewigstein trägt, wird sich aber nicht entwickeln. Ich bin ein Pokémon, das sich nicht weiterentwickeln soll. In der ersten Gen musste man immer noch die B-Taste drücken, um die Entwicklung zu verhindern. Hier schafft es auf jeden Fall ein Item.
Na gut, dann werde ich jetzt auf jeden Fall den Part auch an der Stelle beenden. Ich gehe jetzt off-cam. Beziehungsweise... ich gehe jetzt off-cam zurück, bekämpfe Guter und hole noch die Belohnung ab. Also es wird jetzt dann kurz im Anschluss noch eine weitere Szene geben, was dann die Belohnung ist. Ich bin gerade aus Versehen auf der falschen Taste gekommen. Jetzt sieht man halt ob die Save State. Also dann, ich melde mich dann gleich wieder, wenn wir dann unten sind, um die Belohnung abzuholen. Und im nächsten Part werden wir dann mal den Nebenpfad erkunden. Bei der Dunkelhöhle, da werde ich dann auch wieder einiges vorbereiten. Auf jeden Fall bis gleich, wenn wir dann wieder bei dem Typen sind, von dem wir den Brief hatten. So, da will ich mal deine Belohnung haben. Ich danke dir, du hast die Lieferung für mich erledigt. Ich habe etwas für dich wegen der Unannehmlichkeiten. Denn vorhin kriegt man noch ein KP plus, können wir verkaufen oder benutzen. Was auch immer. Mein Freund hat geschlafen, nicht wahr? Na, was habe ich dir gesagt? Jetzt ist aber wirklich der Schlussstrich. Ich mache jetzt off-cam noch den Kampf und dann sehen wir uns dann im nächsten Part wieder vor der Dunkelhöhle, wenn wir dann den anderen Pfad untersuchen. Auf jeden Fall dann bis zum nächsten Part. Hoffentlich ist da wieder ein bisschen mehr los, zwecks kommentieren, weil heute war wirklich überall der Wurm drin. Auf jeden Fall, bis denne. Ciao!